geht ab, Freunde und Supporter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Far Cry 5. Folge 3 ist da und ihr seid auch da, was sehr, sehr schön ist. Freunde, an dieser Stelle erstmal fettes Dankeschön an die Supporter, an die aktiven Unterstützer dieses Projektes. Vielen Dank für die ganzen Bewertungen, für die Kommentare, für eure Meinung zum Spiel, zu den Gedanken, die ich so preisgebe. Und ja, dass ihr einfach Bock habt auf das Projekt. Vielen Dank. Gerne weitermachen natürlich, würde mich sehr freuen. Wir sind beim letzten Mal hier in einem Bunker gelandet mit Dutch. Was das mit dem Typen auf sich hat, das werden wir sicherlich auch noch herausfinden im Laufe der Zeit. Zumindest gibt er aktuell vor, man weiß ja nie, man kann ja glaube ich jetzt erstmal nicht wirklich jemandem so vertrauen. Zumindest gibt er auch vor, gegen die sie zu sein. Jetzt hör mal zu. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Du hast im Grunde vier Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die Sekte genommen hat. Ja. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf dieser Insel haben sie zwei verdammte Schreine gebaut. Oder nimm Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Okay. Jo, gibt ja einiges zu tun. Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? Dutch out. Sag mal, haben wir hier in Far Cry auch nur diesen... Nur die Himmelsrichtungsanzeige oben, die man sehr schlecht sieht übrigens. Guckt euch das mal an. Sieht man jetzt nicht unbedingt super stark, aber eine Minimap ist anscheinend auch hier weg. Wie bei Assassin's Creed oder was? Ja, anscheinend. Na gut, alles klar. Ah Mist, jetzt habe ich zum letzten Mal vergessen, ein bisschen was an der Steuerung zu machen. Aber erstmal schnell, komm, zack. Mal ein bisschen schneller. Ist ein bisschen ungewohnt. Okay. Wurfmesser, Granaten, Molotovs. Wir sollten sie einfach töten. Was ist das hier? Leer einfach nur. Okay. Freunde. Dann würde ich mal sagen. Versuchen wir, die zu befreien. Warte mal. Was zum Teufel war das? Ja, in anderen Far Cry Titeln hatte man Steine, jetzt hat man Dosen anscheinend. Na gut, das eine Mal, aber... War wohl nichts. Nein. Wo versteckt sich der Deputy? Denk nach, denk nach. Andere gucken mir zu sehr in die Richtung jetzt. Im Willen des Vaters widersetzt sich niemand lang. Sag uns lieber, was du weißt, Sünder. Hey, hier lang. So, zack. Komm, Bruder. Ich dachte, ich bin hinüber. Danke. Diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle. Ich glaube, es gibt ein Prepper-Lager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung gehortet. Versunkene Schätze auf Karte. Diese Musik, Leute, die ist so chillig irgendwie so. La 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 la. Dutch Bunker. Sektenschrein, Prepper-Versteck. So, das markieren wir eben mal und es wird auch nur oben und in der Welt angezeigt. Okay, alles Wetter heute. Es tut mir leid, ich kam zu spät. Na gut. Okay. Es ist ein bisschen ungewohnt, komplett ohne Minimap zu spielen. Gerade auch Ego-Shooter, das ist sehr ungewohnt. Man sieht jetzt so viel von der Umgebung. Das war ja auch das, was sie zumindest vorgegeben hatten,
zu ermöglichen oder zu forcieren in Assassin's Creed Origins. Die wollten halt, dass man sich mehr auf die Welt konzentriert, indem sie halt die Minimap wegnehmen, aber beziehungsweise halt das Orientierungssystem ändern, dass man sich jetzt nicht nur noch auf die Minimap oder andere Sachen verlässt, sondern halt ein bisschen mehr mit der Umgebung ja, interagiert, sag ich mal. Nur, ja gut, hat so mehr oder minder gewirkt, weil man hat ja trotzdem viele Anzeigen vor seinem Gesicht, deswegen weiß nicht. Na gut, alles klar. So, Prepper-Notiz. Hey Mike, ich wollte in das unterirdische Versteck, aber es gab einen riesigen Rohrbruch und alles ist überflutet. Ich weiß nicht, was davon noch brauchbar ist. Wir brauchen Saft, damit die Pumpe das Wasser abpumpen kann. Ich weiß, dass der Schalter im Bootshaus ist, aber der ist abgeschlossen und du hast mir den Schlüssel nicht dagelassen, also überlasse ich das dir, Garrett. So, siehst du? Guck mal. Kann man direkt anwählen? Und direkt in. Sag mal, kann es sein, dass es ein bisschen hell ist jetzt? Ach, Freunde. Helligkeit anpassen. Übrigens, zu meiner Sache letztes Mal, Multiversum. Ich finde das Symbol könnte auch ein bisschen ein anderes Templarzeichen sein, oder? Das ist das so große Los. Ein Prepper-Versteck. Wenn du es da hineinschaffst, wartet in der Regel ein ganzer Haufen nützlicher Kram, den jemand sicher verstaut hat. Schau ruhig mal nach. Okay, Dutch. Plündern wir das? Warte mal. Nein, bitte nicht. Ach, guck mal hier. Es gibt wieder diese Seile, die anzeigen, wo man hochklettern kann. Was haben wir hier? Schlüssel benötigt. Mist. Boah, Alter, ist das hell. Ach Mist, jetzt habe ich wieder nicht genau aufgepasst, was er da oben geschrieben hat. Ich muss es nochmal ganz kurz abchecken. Vielleicht müssen wir auch erstmal hier rein und dort dann dahin hin. Pfeile. Sauft er jetzt schon ab, oder was? Alter. Mach keinen Scheiß jetzt. Aber vielleicht irgendwie eine Anzeige? Kann man das kaputt machen? Nee, kann man auch nicht kaputt machen. Ist ja gut jetzt. Machst du einfach so. Hallo, die Schlüssel bitte nehmen. Genau. So. Finde einen Weg in den Bunker. Schlüssel haben wir. Strom läuft. Wasser wurde abgepumpt. Ne, wir müssen es noch an den Start bringen. Jetzt wird das Wasser abgepumpt. Auf den Weg hier. Versunkene Schätze abgeschlossen. Okay. Prepper Shots, erkunde das Versteck, um Geld und mehr zu finden. Wenn du Eindruck hinterlässt.
lassen möchtest, stell den Sprengstoff her. Zum Glück haben die Leute alle Materialien gehortet, die man dafür braucht. Schnapp sie dir und fang an zu basteln. Alter, hier liegt der Cash ohne Ende. Herstellung. Stelle Molotow-Cocktails und Sprengstoff im Waffenrad her. Halte L1 gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Benutze rechten Stick, um das Feld auszuwählen. Halte dann Dreieck gedrückt, um etwas herzustellen. Plünderleichen. Okay. Nein. Ich will auf jeden Fall beim Bogen bleiben. Ist ein bisschen stealthiger. Plündern voll. Machen wir das doch einfach mal. Sprengkapsel fehlt. Wir können also gerade gar nichts herstellen. Gut, soviel zum Thema. So, dann war, glaube ich, genau da oben der Sektenschrein. Versuchen wir mal, den zu übernehmen. Johnson Wachturm. Es ist so hell, man sieht kaum was. Ganz ruhig, Freunde. Schlägt da draußen etwa einer rum? Nein! Boom! Ich glaube, das. Ich habe irgendwie noch eine Frau gehört, oder? Was ist das? Was ist das jetzt? Hä? Was ist das? Was ist das für eine Substanz, Alter? Ein Rauch? Das sind irgendwelche Drugs schon wieder. Habt ihr es gemerkt? Habt ihr es gesehen? Ich musste erstmal gucken, was ich eigentlich looten kann und was nicht. Zieht euch das mal rein. Yo, was geht? Yippie. Absoluter Drogentrip, Bruder. Oh, okay. Wurfgeschosse. Rüste ein Wurfgeschoss aus? Okay, alles klar. Scheiße, hör zu! Ich hab gerade gesehen, wie die Sekte unten an den Docks seinen Typen einkassiert hat. Wenn du ihm hilfst, wird er dir vielleicht später mit der Waffe zur Seite stehen. Das klingt doch ganz gut eigentlich. Hilfe auf Abruf, Story-Mission. Ich will aber trotzdem mal ganz gerne gucken, was ich hier eigentlich alles plündern kann. Warte mal. Kann man das kaputt machen? Na gut. Alles klar. Gut, auf geht's. Versuchen wir mal dort ein bisschen mitzumischen. Ja, Freunde, wie gesagt, gib mir ein, zwei Parts noch Zeit. Ich muss mich selber mal ein bisschen dran gewöhnen, was hier eigentlich los ist. Anscheinend ist das erstmal hier auch das fünfte Gebiet. Jetzt, wenn man jetzt überlegt, jedes Familienmitglied hat ein Gebiet, dann ist das hier Dutch Island quasi. Heißt das nicht sogar Dutch Island? So. Ihr habt eure Chance. Der gute alte Bogen. Da ist einer. So, alles klar. Voll schön oldschool. Kennt man von Far Cry. Seit Jahren. Dass man das so schön markieren kann, die Leute.
So, eine alte und ein Typ, der ihn verdrischt. Einige Seelen streuen. Lauze. Den, weil es so schön ist. Dünnen. Womit habe ich das verdient? Du bist unschuldig. Hol mich hier raus. Vielen Dank, der Bitte. Hast du Rotz an der Nase? Bist du dir sicher, dass du das tun willst? Na, weiter so. Fangen wir ruhig eine Kugel an. Bist du bescheuert? Sorry, das wusste ich nicht. Ich wollte nur kurz deine Rotznase angucken. Wie heure ich den denn jetzt an? Muss ich dem jetzt folgen oder wie? Oder hab ich ihn jetzt zu sehr verärgert? Ah, jetzt. Ah, guck mal. Dave! Du bist im Team. Willkommen bei den Supportern, Mann. Was geht? Wir nennen uns die Supporter, okay? Hi, Deputy. Jetzt, wo du in Begleitung bist, solltet ihr zwei euch mal auf den Weg zur Waldforschungsstation machen. Da wimmelt es von Kultisten. Das ist so eine Art Depot für ihr verdammtes Bliss. Schaltet sie aus und zeigt ihnen, dass wir uns nicht mehr rumschubsen lassen. Das gehört Dave. Dave Hopper. Ist er dabei? Bliss ist wahrscheinlich die Droge. Wachsam bleiben. Keine Sekunde nachlassen. Ja. Warst du gerade gefangen oder war ich gefangen? Na gut, alles klar. Dann komm mal mit. Ja, wie gesagt, Optik ist schon ganz geil, aber irgendwie sieht man hier auch relativ wenig, finde ich, durch den ganzen Nebel. Warte, bist du von mir? So. Und man muss natürlich auch irgendwie ein bisschen mitbekommen, welche Pflanzen man ernten kann wieder. Ich warte eigentlich schon auf so eine Art Scanner wie bei Assassin's Creed Origins. Oh shit. Nice. Alles klar. So, Hilfe auf Abruf. Steuerung. Drücke Steuerkreuz links, um eine Hilfe auf Abruf zu einem bestimmten Ort zu bewegen. Drücke Steuerkreuz links, um deine Hilfe auf Abruf zu befehlen, den anvisierten Gegner anzugreifen. Solange eine Hilfe auf Abruf nicht entdeckt wurde, versucht sie unentdeckt zu bleiben. Das ist ja... Schön zu wissen, dass man für sich selbst sorgen kann. Ich suche mir einen besseren Winkel. Ja, mach das mal dorthin. Gemacht. Das ist geil, das ist geil, das ist geil. Da habe ich ja Bock drauf, ein bisschen, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen... Da habe ich dich aber nicht befohlen. Mach den mal weg. Ich werde sie überraschen. Okay. Mach den weg da, Dave. Alter, das Blitz schon wieder. Ich bin schon wieder unter Drogen. Wo ist das Blitz? Ach, direkt neben mir. Alter. Das betäubt die so übelst, Alter. Aber sind es echt nur die Drogen, die einen so... Ich bin es nicht. Aber irgendwer wird sie aufhalten. Shit, ich kannte die Typen. Moment, hier hinten habe ich mich auch noch eingewählt. Der Bogen ist so geil, Plumps. Alles klar. Ich weiß, du bist hier. Unterwegs. Deckt mich. Ich überrasche sie. Heilige Scheiße. Oh. Da muss ich passen. Ach, das war's schon. Okay. Die Forschungsstation ist geräumt. Sehr gut. Ihr habt ihnen den Arsch versohlt und die Peckys kommen sicher nicht so schnell zurück. Und wenn du schon mal da bist, sieh dich um, ob es noch Überlebende gibt. Ey, diese Drugs, wa? Muss ich nicht vielleicht sowas auch zerstören oder so? Bringt das irgendwas? Kann ich das überhaupt zerstören? Ich kann das gar nicht zerstören. So, warte mal, wo haben wir denn noch welche weggehauen? Guck mal, die Kisten können wir auch mitnehmen. Das ist ganz interessant. Hä, was ist mit dir los, Dave? Alter, Dave, pass auf, hier sind Drugs schon wieder. Heftiger Drogentrip.
irgendwas. Echt jetzt? Vielen Dank. Kein Ding, Mann. Alles gut. Wie geht's dir, Bruder? Die Sekte treibt dich schon seit Wochen auf der Insel herum. Sieht so aus, als wollten sie eine Operationsbasis in dieser alten Ranger-Station einrichten. Okay. Sektenaußenposten. Okay, alles klar. Echt jetzt? Vielen Dank. Das ist korrekt. Ja, danke ist ja das Mindeste. Sektenschrein, die Ernte hat begonnen. Der Vater hat uns aufgetragen, diese Schreine in der ganzen Region aufzubauen, um sein Wort zu verbreiten. Sobald sie errichtet sind, werden die Sünder versuchen, sie zu schänden. Deshalb müssen wir sie um jeden Preis verteidigen. Wir stellen diese Schreine auf, damit die Weisheit des Vaters hier Wurzel schlagen und wachsen kann. Für Eden's Gate. Cash of Tash. Was ist das hier? Materialien in dem Verschluss oder so? Ey, was soll das? Ey. Ist gut, ich hab dich gerettet, aber einen Fanboy brauche ich jetzt nicht. Werkzeug irgendwie, kann man hier irgendwas mitnehmen? Kann man die Pflanzen mitnehmen? Ne, kann man nicht. Okay. Gut, alles klar. Was macht der denn da, Alter? Der ist immer noch richtig im Bereitschaftsmodus, wa? Dave, beruhig dich doch mal jetzt. Beruhig dich doch jetzt. Dave. 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 Geh los! Komm her. Was macht er denn da, Alter? Dave, beruhig dich doch jetzt langsam mal. Dave, es ist sicher hier in der Gegend. Feind gesichtet! Wo denn? Wo? Wo? Wie feind gesichtet? Er schreit feind gesichtet und nimmt denn doch die Waffe endlich. Nur ein paar blaue Flecken diesmal. What the fuck? Na gut, wir werden sehen, wie das so mit der KI läuft, Freunde. Ich habe gesehen, wahrscheinlich einige von euch auch, wir können einen Hund mitnehmen. Den werde ich auf jeden Fall mitnehmen, Fallout-Style. Schönen kleinen Doggy an die Seite, den nenne ich dann Murphy. Und dann wird alles super, Freunde. Ja, das war's nämlich an dieser Stelle erstmal für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie gesagt, ein, zwei Folgen werde ich sicherlich brauchen, um so ein bisschen optisch klarzukommen mit dem Ganzen. Ist schon ein bisschen was anderes. Man muss ja erstmal das Ganze neu kennenlernen, mal abgesehen von diesen Seilen, da weiß man direkt Bescheid, alte Fallout, sag ich schon, alte Far Cry Veteranen wissen direkt Bescheid, ah klar, da kannst du noch hochklettern, oder? Ja, kann man. Naja, gut, Freunde, wenn es euch gefallen hat, die mehr sehen wollt, lasst gerne ein bisschen Unterstützung da, lasst eine Bewertung da, würde mich riesig freuen, ansonsten gerne Twitter, Instagram folgen, Shop auschecken, wenn ihr Bock habt, wäre auf jeden Fall nice, natürlich auch beim nächsten Mal einschalten. Freunde, das war's, haut rein, tschüss, bis zum nächsten Mal. Dave, sag doch mal tschüss bitte. Hat er keinen Bock. Alles klar. Bis zum nächsten Mal.